L.A., Stars, Glamour und eine erschreckende Drogenkrise. Wir treffen einen Deutschen, der vom großen Durchbruch träumte und alles verloren hat. Die Drogen sind mittlerweile hier so stark, also Fentanyl, das ist Crystal Meth, das kostet $3. $3 kriege ich irgendwie zusammen. Das mache ich dreimal, dann bin ich addicted. It's game over. Und wir begleiten einen Sanitäter, der einen Kampf gegen Windmühlen führt. Jetzt ist er tot. Das hat ihn getötet. Es ist so abgefuckt. Wir erleben im Elend aber auch schöne Momente. Und wir erfahren auf den Straßen von L.A., was wirklich hinter der Drogenepidemie steckt. Es ist 8 Uhr morgens in Hollywood. Wir treffen Robert. Er ist Rettungssanitäter bei Healthcare in Action, einer mobilen Arztpraxis. Er behandelt Drogenabhängige und Obdachlose auf der Straße. Dafür fährt das Team in die gefährlichsten Viertel L.A.s. Und Robert weiß, diese Menschen landen häufig wegen psychischer Probleme hier. Jeder fünfte Amerikaner ist betroffen, die Folgen dramatisch. Sein erster Patient wurde von einem Auto angefahren, sein Bein ist verletzt. Robert muss im Zelt auf der Straße röntgen. Soll ich schauen, ob es gebrochen ist? Ja, bitte. Der Knochen ist heil, doch die Wunde muss behandelt werden, damit sie sich nicht infiziert, gerade wegen fehlender Hygiene. Ich gebe dir ein Rezept für ein Medikament. Du brauchst einen Ausweis, um das abzuholen. Ronald kommt vor 3 Jahren nach L.A. für ein besseres Leben. Doch er kann keine Arbeit finden und die Mietpreise sind absurd hoch. Schon nach wenigen Wochen sitzt er auf der Straße, fängt an, Drogen zu nehmen, an die man hier sehr leicht kommt. Und er erzählt uns, dass er erst kürzlich als bipolar diagnostiziert wurde. Das hören wir vor Ort immer wieder. Der Großteil hier auf der Straße leidet an psychischen Erkrankungen. Das größte Problem ist fehlender Wohnraum. Die Finanzierung für neue Wohnungen fehlt. Und ja, viele hier sind leider drogenabhängig und kommen nicht mehr davon runter oder wollen nicht. Gibt es eine Mental Health-Krise in L.A.? Definitiv, auf jeden Fall. Und das überall, nicht nur bei den Obdachlosen. Auch Robert bestätigt uns, spätestens nach der Corona-Pandemie hat der Drogenkonsum drastisch zugenommen. Die Drogenkrise ist definitiv ein Symptom der Mental Health-Krise. Die Menschen haben keinen Zugang zu professioneller Hilfe in den USA. Das eigentliche Problem sind also oft psychische Erkrankungen. Knapp 20% der erwachsenen US-Amerikaner leiden an einer. Die Folge oft Arbeitsunfähigkeit. Und nirgends in den USA ist Wohnraum teurer als in L.A. Viele landen auf der Straße. Hier herrschen die Drogen. Drogen, also eine Folge der Mental Health-Krise. Robert weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, alles zu verlieren. Mit 19 war ich obdachlos. Ich habe in einem Auto gelebt und musste die Schule abbrechen. Ich habe auch Drogen genommen als Jugendlicher. Ich habe es nur rausgeschafft, weil Menschen mir geholfen haben. Deshalb hat sich Robert zur Aufgabe gemacht, so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Wir treffen jemanden, der alles durch eine Mental Health-Krise verloren hat, Julian. Seit über 20 Jahren kämpft der Deutsche mit psychischen Problemen, hat auf der Straße gelebt. Heute ist sein Zuhause ein Bus auf einem Parkplatz am Strand. Geplant war das ganz anders. Julian kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Mit 20 zieht er nach L.A., um groß rauszukommen. Als ich nach Amerika gekommen bin, ich bin aus Garmisch-Partenkirchen, so ein kleiner Ort in Deutschland. Ich bin der Einzige gewesen in dem Jahr, der also nach Harvard aufgenommen worden ist, hatte riesen Ambitionen, wollte Wall Street Banker and wanted to be rich. Ein Leben auf der Überholspur. Doktorstudium in Psychologie. Als Börsenhändler wird er zum Millionär. Doch diese Glitzerwelt kommt ihm schnell bedeutungslos vor. Er will kreativ arbeiten, wird Autor und Schauspieler. Er träumt vom Durchbruch in Hollywood. Und dann bin ich auf einmal total zusammengebrochen. Da war also, auf einmal war ich 6 Monate so Suizid, dass ich gedacht habe, also ich weiß heute noch nicht, wie ich das eigentlich überlebt habe. Der heute 52-Jährige wuchs mit vom Krieg traumatisierten Eltern auf. Mit Mitte 20 kommen diese nicht verarbeiteten Familienthemen bei ihm hoch. Er wird depressiv, kann immer wieder lange Phasen nicht arbeiten. Im teuren L.A. geht ihm das Geld aus. Er zieht in seinen Bus, dann in ein Zelt, landet in einer ambulanten Einrichtung für psychisch kranke Obdachlose. Drogen nimmt er nicht, weiß aber, warum so viele das machen. Mir ging es so scheiße, dass ich mir gedacht habe, wenn ich also irgendwelche noch Drogen nehme, dann ist es wirklich total vorbei.
Aber ich kann auf jeden Fall sehr gut verstehen, wenn ich sowieso mich schon wirklich schlecht fühle, 3-4 Stunden mich dann ein bisschen besser zu fühlen. Nur die Drogen sind mittlerweile hier so stark, also Fentanyl, das ist Crystal Meth, die viele Leute hier nehmen, das kostet $3. $3 kriege ich irgendwie zusammen. Das mache ich 3-mal, dann bin ich addicted. It's game over. Julian lebt heute in seinem Bus am Strand. Wie er es aus dem Sumpf wieder rausgeschafft hat, gleich. Gegen die tödliche Abwärtsspirale aus Depressionen und Drogen kämpft Robert täglich an. Healthcare in Action gehört zur Scan Group. Über 130 Menschen arbeiten für diese Organisation in L.A. Es gibt einen 24-Stunden-Telefonservice. 2 Ambulanzen fahren täglich in die Ghettos. Das Team nimmt außerdem Daten auf, um Krankenversicherungen zu beantragen. Mit das Wichtigste, die Patienten psychisch zu unterstützen. Oft kann Robert helfen, doch manchmal liegt es einfach nicht in seiner Hand. Das macht ihm schwer zu schaffen, so wie heute. Verdammt, ich muss die ganze Zeit an Justin denken. Die letzte Woche war hart für mich. Ich habe einen 36-Jährigen mit Herzversagen. Sein Herz pumpt im Moment mit 5% der normalen Kapazität. Und ich hatte ihn gerade von der Straße geholt. Ihm wurde vor 2 Jahren eine Wohnung zugeteilt, aber niemand hat es ihm mitgeteilt. Und jetzt ist er tot deswegen. Das hat ihn verdammt nochmal getötet. Es ist so abgefuckt. It's literally that. The kill. It's fucked up. It's not fucking fair. Seine Patienten gehen oft nicht früh genug in Kliniken, weil sie fürchten, dass ihr Hab und Gut in ihrer Abwesenheit gestohlen wird. Laut Robert hätte eine Wohnung Justin das Leben gerettet. Er will möglichst viele Leben retten, so wie das von Luna. Sie braucht dringend einen Bluttest, doch sie ist verschwunden. Sorry, ich dachte, sie sei hier. Die Angst, dass auch ihr etwas zugestoßen sein könnte, jagt Robert. Findet er sie? Julian hat seine Mental Health Krise nur durch Therapien und Meditation überlebt. Heute gibt er Schauspielunterricht und Yogastunden. Davon bezahlt er die Parkplatzgebühr von $160 im Jahr. Strom von Solarplatten, Kochen mit Gaskocher, Abwaschen in der öffentlichen Toilette. Ein Leben auf 8 Quadratmetern. Doch Julian verfolgt weiterhin seinen Traum vom Durchbruch als Autor. Gerade schreibt er ein Buch über sein Leben, From Harvard to Homeless to Happy. Ich fühle mich irrsinnig dankbar, dass ich am Leben bin, ganz frankly. Und ich meine, am Strand zu leben in Kalifornien, ich meine, das war mein Traum als Kind. Und den lebe ich jetzt. Und jeden Tag, wo ich aufwache, habe ich das Gefühl, I'm in a wonder lottery. Zurück bei Robert. Auch seine Patienten haben keine Hausnummern. Robert fragt sich weiter durch nach Luna, die ihren Bluttest braucht. Und dann entdeckt er ihren Wohnwagen. Du siehst heute aber gut aus. Luna ist wohl auf und bekommt ihren lebensnotwendigen Bluttest. Luna hat diese roten Stellen hier überall seit 2,5 Monaten und wir wissen nicht, woher das kommt. Der Test wird hoffentlich helfen, sie richtig zu behandeln. Seit 10 Jahren lebt Luna auf der Straße. Healthcare in Action ist mehr als nur ein Arztbesuch. Robert ist wie ein Freund. Robert fasst uns normal an, nicht wie ein Objekt, das er erforschen will, oder wie ein Tier oder ein Alien, sondern wie einen Menschen, wie einen Erwachsenen. Darf ich dich umarmen? Danke für deine Worte. Und dein Blut. Robert sagt, um die Drogenkrise zu lösen, müssen die Menschen von der Straße runter, um dann eine Therapie zu machen. Das ist auch der Kurs von LAs Bürgermeisterin. Sie will Wohnraum schaffen und immer mehr Organisationen arbeiten mit Psychologen zusammen. Denn um die Drogenkrise zu lösen, muss vor allem die Mental Health Krise angegangen werden. LA geht die Krise an, wenn auch zu langsam.